Ein Dorf in der Nähe von Hof. Ein Dorf wie viele andere in Bayern. Ein Dorf aber auch, das durch diese Mauer eine traurige Berühmtheit erlangt hat. Mödlareuth. Im Volksmund wird es wegen der Mauer auch das bayerische Berlin genannt. Ein Blick über die Mauer auf den östlichen Teil von Mödlareuth. Hier wohnen die Verwandten der Menschen, die im freien Teil Mödlareuths leben. Ihre Eltern, ihre Brüder, ihre Schwestern. Was erwarten die Menschen im Westen, die Tag für Tag mit der Mauer leben müssen, für die Zukunft Mödlareuths? Glauben Sie denn, dass hier eines Tages in Mödlareuth die Mauer wieder verschwindet? Ja, wir haben gute Hoffnung. Denn es ist noch nichts ewig bestanden. Auch das wird nicht bleiben. Ob die es mir erleben, ist erst eine Frage. Aber vielleicht unsere Kinder. Zurzeit freilich sieht es noch nicht so aus. Als wir unsere Aufnahmen machten, wurde gerade ein neuer Wachturm auf die Mauer gesetzt. Und damit die Volkspolizisten, die hier mauerten, nicht in den freien Westen fliehen konnten, bewachten sie die eigenen Kollegen mit schussbereitem Maschinengewehr.